Ein Handwebstuhl besteht aus einem Rahmengestell aus dicken, miteinander verzapften Eichenbohlen. In diesem Gestell werden drei bewegliche Walzen, genannt die Bäume, eingehängt. Der Kettbaum, der die noch nicht verwebten Kettfäden bevorratet, der Brustbaum, eine Umlenkrolle vor dem Weber und der Warenbaum, auf dem der fertige Stoff aufgewickelt wird. Zwischen Kettbaum und Brustbaum befindet sich das Fadenkreuz, die Schäfte und die Lade. Die Lade bedient der Weber, um den Schussfaden an das bereits fertige Gewebe heranzuführen. Die Schäfte werden mit den beiden Pedalen nach jedem Schuss im Wechsel betätigt. Dies ermöglicht das Anheben bzw. Absenken je einer Hälfte der Kettfäden. Hierdurch wird das Fach gebildet, in das der Weber mittels Einwerfens des Schiffchens den Schussfaden einträgt. Dieser wickelt sich von einer kleinen Spule im Schiffchen durch die Wurfbewegung selbstständig ab. Anschließend nimmt der Weber den Fuß vom Pedal und schlägt die Lade an, um den eingetragenen Faden an das fertige Gewebe heranzuführen. Dieser Vorgang wiederholt sich, wobei der Weber stets die Pedale wechselt und das Schiffchen mal von links, mal von rechts durch das geöffnete Fach wirft und dann die Lade anschlägt. In der Lade befindet sich das Ried, auch Webkamm genannt, der die Fäden der Kette parallel führt und somit ordnet. Jedem Faden ist ein Zwischenraum zugeordnet. Bevor der Kettfaden jedoch durch das Ried passiert wurde, musste er durch die Litze einer der beiden Schäfte gezogen werden. Für das einfachste Gewebe, die sogenannte Leinwandbindung, bedeutet dies, dass in Folge je ein Kettfaden dem vorderen Schaft zugeordnet und der folgende Faden dem hinteren Schaft zugeordnet werden. So ist das gleichmäßige Gewebe der Leinwandbindung gewährleistet. Das Fadenkreuz schreibt diese Ordnung der Kettfäden fest, sodass nach einem Fadenbruch, also dem Riss eines Fadens, die richtige Position des jeweiligen Fadens wiederhergestellt werden kann. Die Schnelllade von John Kay stammt aus dem Jahr 1733. Sie ist eine einfache Erfindung, die bereits in der Zeit der Handweberei die Stoffherstellung wegweisend veränderte. Die Schnelllade ermöglichte dem Weber in kürzerer Zeit deutlich mehr Stoff herzustellen. Der große Vorteil ist, dass der Weber das Schiffchen nicht mehr in die Hand nehmen muss. Bei der Schnelllade wird der Schütze mittels einer Schnur durch das Fach bewegt und landet auf der gegenüberliegenden Seite im Schützenkasten. Dies spart einerseits Zeit und ermöglicht andererseits größere Stoffbreiten, als der Weber mit der Spannbreite seiner Arme herstellen kann. Theoretisch ist durch den Einsatz der Schnelllade an einem Handwebstuhl eine Vervierfachung der Stoffherstellung gegenüber dem herkömmlichen Handwebstuhl möglich. Das Prinzip der Kastenkonstruktion sowie die indirekte Auslösung der Bewegung des Schützen wurden später in ähnlicher Form auch bei den Maschinenwebstühlen genutzt.